Ihr seid auf der Suche nach den neuesten Informationen rund um die PlayStation? Dann schaut doch bei uns vorbei. Link in der Beschreibung. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience und wir gambeln heute mal wieder ein bisschen, wie wir das bei PlayStation Experience nennen. Wir zocken ein bisschen an und zwar das neue Rory McIlroy PGA Tour. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz die Menüführung an. Ihr habt eine Menge zu tun wieder. Ihr könnt anfangen von einem einfachen Turnier, ein Head-to-Head gegen eure Freunde, online zocken. Die komplette Pro-Tour könnt ihr nachspielen. Es gibt eine Menge zu tun. Dann geht's weiter mit dem kompletten Equipment. Ich kann da na klar jetzt 1000 Schläger aufzählen, aber es wahrscheinlich dem einen oder anderen wird es gar nichts sagen. Die ganzen Profis werden aber hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Aber genauso wie der kleine Mann, würde ich sagen, wo mal ein lockeres Spiel so für zwischendurch sucht. Und ihr könnt euch hier auf jeden Fall noch einen eigenen Spieler erstellen, angefangen von dem Gesicht bis zur großen Nase, von den Schuhen bis zu dem Pullover. Ihr könnt euch also richtig schön austoben, aber ich würde sagen, wir machen es wie immer, wir quatschen nicht lang rum, sondern wir zocken. Und genau deshalb darf ich euch jetzt herzlich begrüßen auf dem ersten Platz, beziehungsweise beim Golf nennt man das, na klar, auf dem ersten Loch. Und ihr könnt jetzt schon mal die Grafik genießen. Man muss sagen, die haben mit der Frostbite Engine auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Grafisch ein absoluter Leckerbissen, kann ich euch versprechen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das erste Loch an. Ja, ihr seht es hier, der Yogi auf Platz 26. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ich habe mir hier meinen eigenen Spieler erstellt und den könnt ihr dann Stück für Stück aufbauen. Das heißt, desto besser ihr euren Schlag an die Fahne bringt oder desto mehr Power ihr bekommt, desto mehr könnt ihr euren Spieler nach vorne bringen und desto besser werdet ihr natürlich auch. Ihr könnt jetzt mal hier diesen vorderen Halbkreis sehen. Da seht ihr die Steuerung Variante 2 müsste das sein. Die ist ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Ihr könnt es mit der X-Taste die Kraft aufladen, wenn man so sagen möchte. Und den oberen weißen Strich, das bedeutet die Kraft von eurem Schlag. Dann seht ihr jetzt aktuell noch unten, wo dieser kleine Kreis ist. Das wird dann euer Drive, nennt man das, beim Golf. Das heißt, entweder soll er mehr nach links abdriften, mehr nach rechts. Wenn ihr genau in die Mitte trefft, logischerweise kommt er schön gerade. Ja, dann schauen wir mal, wo der Ball hinfliegt. Ihr seht hier diesen blauen Strich, da könnt ihr euren Ball positionieren. Dazu müsst ihr aber auch, es zieht jetzt zwar einfach aus, ich sag's mal einfach so, aber ihr müsst den Wind beachten. Erstens den Wind, und wenn wir jetzt mal ein bisschen näher heranzoomen, könnt ihr auf dem Green die Bewegung sehen. Das heißt, in diese Richtung fällt das Green ab, so nennt sich dieser Bereich um das Loch. Und ihr könnt noch den Ball mit etwas Effet anschneiden und dementsprechend kommt dann der Ball zurück oder rollt nach vorne. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Profi setzt den mal ein bisschen, weil der Wind von rechts kommt und der Hang nach links abfällt, ein bisschen weiter außen an. Dann gehen wir zurück zum Spieler. Und ich würde sagen, mit diesem Holz können wir mal ordentlich draufpreschen, sind 188 Yard. Schön in die Mitte getroffen und ein bisschen nach rechts zieht er rüber. Das heißt, er wird in die Menschenmenge wahrscheinlich reinfliegen. Er kommt aufs Green. Oh, perfekt, perfekt. Und die Menschenmenge tobt. Erfolgreich den ersten Schlag ausgeführt. So kann es weitergehen. Aber dieses Abschlagen ist noch das Einfachere. Jetzt wird es richtig kompliziert. Jetzt müsst ihr das Green lesen, nennt man das im Fachjargon. Ja, ich kenne mich ein bisschen auf. Ich zocke in meiner Freizeit, beziehungsweise ich spiele gerne Golf. Jetzt müsst ihr schauen, okay, das fällt ein bisschen nach rechts ab. Dementsprechend müsst ihr das ein bisschen mit einplanen. Braucht auf jeden Fall eine Menge Übung. Ihr werdet merken, hier bei dem Putten, so nennt sich das, kann einiges verloren gehen. Ich setze ihn jetzt mal ein bisschen mehr links rüber und versuche mal mein Glück.
Und der kommt. Oh nein, das wär's gewesen. Das wäre ein Birdie gewesen. Kurz ein Birdie heißt, die Löcher werden oft in Paar angegeben. Das heißt, ein Paar 3 heißt 3 Schläge und ihr seid drin, ist ein Paar. Wenn ihr jetzt einen weniger braucht, habt ihr einen Birdie, 2 weniger Eagle und direkt vom Abschlag nennt sich ein Hole in One. Ich würde sagen, den lochen wir ein. Dann haben wir unser Paar komplett. Paar 3, 3 Schläge im Paar. Ganz easy, würde ich sagen. Und mit dem Erfolg, muss ich sagen, kommt auch die Laune richtig hoch. Es macht richtig Spaß. Diese kniffligen Sachen mit Bunker und so weiter, das reizt einen doch noch mehr. Ich würde sagen, weil es gerade so schön war, machen wir nochmal einen richtig schönen Abschlag. Der Wind kommt nach vorne, beziehungsweise kommt von vorne. Da können wir also volle Möhre drauf knüppeln. Es ist schwierig, diese zwei weißen Felder zu treffen. Jetzt trifft er da ein bisschen nach links ab. Das heißt, er wird, ja, er kommt vielleicht ins hohe Rough. Nein, er kommt noch auf den Fairway und rollt runter ins Rough. Jetzt wird es na klar schwierig, von dem hohen Gras, das nennt sich Rough, dort rauszukommen, um wieder zurück auf die Bahn zu kommen, um noch ein gutes Spiel draus zu machen. Das heißt, ich werde ihn jetzt ein bisschen kürzer spielen, aber dafür safe. Und auch hier darf man auf jeden Fall gut möglich draufknüppeln. Ihr seht, ich habe nicht perfekt getroffen wieder. Es hat also schon so seine Schwierigkeiten. Unterschätzt es nicht, aber der Ehrgeiz kommt auf jeden Fall sofort hoch. Und bei dem Leckerbissen, was die Grafik hier uns bietet, kommt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wie schon gesagt, so für zwischendurch finde ich das mal richtig, richtig schön entspannend. Es muss doch nicht immer das Geballer sein. Auch mal für die langweiligen Tage. Wenn es regnet, kann man das auf jeden Fall mit Freude zocken. Ich würde sagen, das Loch spielen wir noch zu Ende. Eine schöne Annäherung an die Fahne und jetzt noch ein bisschen vorrollen. Ja, nicht ganz. Wird ein langer Putt. Ihr könnt na klar auch mit den Profis spielen. Rory McIlroy, der Deutsche, Martin Keimer, wer den vielleicht schon mal gehört hat. Aber ich habe gedacht, ich spiele hier mit dem Yogi. Ich bringe den Yogi ein bisschen nach vorne. So, roll, roll. Nein, reicht nicht. Somit machen wir das Paar wieder komplett. Paar 5, 5 Schläge. Ganz einfaches Golf. Und wer jetzt noch zum Abschluss denkt, Golf ist nur was für Spießer und Snobs. Ich kann euch sagen, die Leute sind verdammt korrekt und es macht richtig Laune. Probiert es einfach mal aus. Viele Golfclubs bieten das sogar tatsächlich an. Mal so ein Schnupperkurs, so ein Wochenende für 40 Euro zu machen, gönnt es euch einfach. Es entspannt unheimlich, um den Ball wegzukloppen. Macht richtig Laune, genauso wie bei diesem Spiel. Für mich persönlich als leidenschaftlicher Golfer bekommt hier Rory McIlroy 10 von 10 Punkte. Ich habe nichts gefunden, was mich an diesem Spiel stört. Deswegen lasst mir eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht kann mir ja mal eine reinschreiben, wer sich dafür interessiert. Dann können wir gerne mal ein Head-to-Head machen. In dem Sinn bin ich raus. Ihr wisst ja, PlayStation Experience unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Spiel. Macht's gut, euer Yogi. Ciao.